Ja, also meine Aufgabe, die ich mir selber gesetzt habe, ist es, für die Flüchtenden hier zu spielen, willkommen zu heißen mit meinem Klavier und einfach ein paar friedliche Songs spielen, so, damit die einfach mal so ein bisschen realisieren, die sind jetzt angekommen in der EU und sind jetzt erstmal sicher. Gestern zum Beispiel, als ich meinen Flügel aus dem Hänger rausgetragen habe, habe ich zwei Männer gesehen, die mit voller Montur, Sicherheitsweste sich da vorbereitet haben. Ne? Und dann habe ich gefragt, was macht ihr eigentlich? Ja, haben die gemeint, ja, wir laufen jetzt rüber in die Ukraine rein. Und ja, und dann haben sie mich gefragt, ja, kannst du von uns ein Bild machen? Habe ich für die ein Bild gemacht. Ja, und es war der Vater und der Sohn aus Finnland, kämpfen in der Ukraine. Das war für mich ein sehr krasser Moment. Also ein für sich war das überhaupt nicht so meine Absicht, als für den Frieden mich jetzt irgendwie einzusetzen. Als ich noch Friseur war, da hatte ich einen Kunde, der hat das ganze Prozedere verfolgt. Also ich habe meinen Flügel währenddessen, ich noch Friseur war, gebaut. Und der hat mir dann gesagt, ja, du, sobald du fertig bist, dann schicke ich dich nach Afghanistan, weil ich kenne deinen General in der Bundeswehr. Wenn du möchtest, kannst du da spielen. Und dann habe ich zugesagt und das war so ein Opener für mich. So ein, okay, Musik im Kriegsgebiet. Krasse Emotionen, vielleicht kann ich das irgendwann mal wieder machen. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich zugunsten sozialer Dinge gespielt habe. Für die Flutkatastrophe letztes Jahr, George Floyd, als er gestorben ist, vorletztes Jahr in Minneapolis, da habe ich auch gespielt. Für Rumänien, für die Bewegung dort, für die Demokratie habe ich auch gespielt für die. Ja, also es hat sich so, ja, hat sich so ein bisschen etabliert, dass ich so hin und wieder mal sowas mache.